Ich glaube, als nächstes werden wir Level 3 aufsuchen, oder? Weil dann Level 1 werden wir sowieso nichts hinbekommen. Level 2 ist mir noch ein bisschen zu suspekt, um das zu erweitern. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann endlich diese komische Erweiterung, mit der wir ja durch Feuer gehen können, falls es irgendwie eine Erweiterung gibt, die ich da bekommen kann. Wir werden sehen. Aber erstmal müssen wir zu 3 kommen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo lang. Hoffe ich. Vorbei an Quacks Rätsel. Mann, oh, die wollte ich essen. Mann! Danke. Na, ihr seid alle doof. Haut ab! Sag mal, Rextro, was hast denn du hier in der Mitte? Eis, perfekt! Oh, hier ist schon 3. Tschüss, Leute. Ihr seid doof. Das Archiv. Das Wasser und ein Schalter. Da müssen wir also irgendwie von oben reinkommen. Glas, okay. Trouser, wir brauchen deine Hilfe. Die sind ja alle total aufgeregt. Hey, Trouser! Hier drüben. Hey, Trouser! Was kauerst du da in der zwielichtigen Ecke? Ich habe ein weiteres Gratis-Manöver für euch. Aber das hier muss inoffiziell gehandhabt werden. Diesen nächsten Trick habe ich von einem weisen Großmeister gelernt. Wow, das klingt beeindruckend. Worum geht es? Mit der althergebrachten Pumpeblasentechnik kann man die Kräfte des Ozeans meistern und unter Wasser gehen. Endlich mal etwas Brauchbares. Und, wie kriegen wir diese Kräfte in den Griff, Wurmjunge? Hole zuerst tief Luft und dann unter Wasser, wenn du dann unter Wasser bist, drückst du ZR, um deinen Atem als Heißwasserblase herauszulassen. Wie geht's? Gibt es eine gesellschaftliche, weniger verpönende Methode, um unter Wasser zu gehen, Trouser? Nein, zumindest nicht umsonst. Du kannst der neuen Technik in dem Aquarium dort drüben ausprobieren. Du kannst sie erst mach einfach. Hey, du! Wer? Ich? Xnau! Ach komm, Lily, tu nicht so. Oh, das ist noch nicht mal das oberste des Aquariums. Schau, du Spaßvogel, wie kommen wir da rein? Na, verdammt! Yeah.
Okay, man kann die Blase also auch wieder auflösen. Gut zu wissen. Und hinunter. Das wird einige Sachen leichter machen. Gut. Mein Plan wird jetzt sein, erstmal die ganzen anderen Dinger durchzugehen, um die ganzen Fähigkeiten zu bekommen. Dann können wir die einzelnen Level durchgehen und Stück für Stück erweitern, um alles einzusammeln. Klingt doch plausibel. Danke, Trouser. Wasserwerk? Oh je. Hey, wer bist du da oben? Kennen wir uns? Ich weiß, wir sollten unter Wasser Sachen machen, aber... Also, bin mal ehrlich. Ist das gefährlich? Mal gucken, wo wir da hinkommen. Sammle Pages, um Capital B's Konzertzentrale voranzukommen. Ja, das machen wir auch schon die ganze Zeit. Zum Glück brauchten wir gerade keine Kohle für Trouser. Niemand genau weiß, warum Nimbus Frauen für den Typhoon verlassen hat. Das ist natürlich doof. Warum läuft der Text so schnell durch? Weißt du, dafür, dass der Hintergrund so statisch ist, damit halt sich aufs Laden konzentriert werden kann, ist der Text viel zu schnell im Vorbeiladen. Ich meine, du könntest jetzt theoretisch von jedem so ein Screenshot machen und dir das dann sozusagen Stück für Stück durchlesen. Aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, oder? Mhm. Tja, in jeder beliebigen Reihenfolge können wir Trousers Tricks erwerben, stand da. Das steht jetzt zum zweiten Mal da. Er hat den gleichen Tipp durch den gleichen Tipp ausgetauscht. Naja, jedenfalls, deswegen meinte ich auch, ne? Mist. Ivory Towers. Das war jetzt natürlich dämlich. Gibt's noch irgendwo Wasser, mit dem wir was machen müssten? Das ist da hinten im Wasser ein Pagey. Immerhin ein Schmetterboom. Hey! Und wieder zurückladen. Gut, das wird also eine Folge der Ladebildschirme. Warum auch nicht? Ist ja erst der dritte. Dann wissen wir zumindest, wir sollten da nicht durchgehen. Ich würde trotzdem gerne noch den Weg zum Dings finden, zum dritten Weltlein, zum dritten Großwälzer. Angucken kann ich mir den beim nächsten Mal, aber... Finden will ich den schon noch gerne heute. Irgendwo da am Wasserwerk. Wenn ich nicht gleich wieder abgelenkt werde von irgendwelchen Pages und so einem Kram. Passiert öfters mal in diesem Spiel. Weiß gar nicht, woran das liegt. Ach ja, es ist die Prämisse des Spiels.
In gewisser Weise. Und da ist es wieder. Da steht's ja auch. Da geht's zu 1. Okay. Nicht dahin gehen, wo 1 steht. Nicht dahin gehen, wo komische Viecher sind. Wobei, warte mal, können wir die jetzt... Ich will wissen, ob man euch jetzt besiegen kann. Oh, ei! Ihr spinnt doch! Okay, wir hätten also rennen müssen. Konnten wir aber nicht wegen diesen bekloppten Mistviechern. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 9, 10. Kann man nur so unverschämt sein? Verpisst euch! Ich hab das Pagey gewonnen! Meins! Und die Wichser bewachen es einfach! Lass mein Pagey! Sind das Idioten? Lächerlich. Ihr seid auf der Überwachungskamera. Im Ernst. Es ist ziemlich langweilig, euch spielen zu sehen. Fresse halten. Wo kriege ich jetzt einen Schmetterling her? Wie besiege ich diese bekloppten Wasserviecher? Wenn ich jetzt kaputt gehe, ist das denn immer noch da? Oder muss ich das Pagey wieder neu freischalten? Oh. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin screaming there all night. Wohin es da wohl geht? Guck mal, wir können sogar unter Wasser fliegen. Ich habe meine Sekretärin gebeten, meine Termine für heute zu streichen. Mann, oh, ich will doch nur mein Pagey. Ich werde euch sowas von fertig machen. Vermaledeite Mistquallen.
Pagey, da kannst du mir noch so wehtun, wie du willst, du Mistvieh. Ich hab meinen Pagey. So, und jetzt gucken, was die komischen Kürbisse machen. Sie beobachten mich. Casual Fridays sind ja ganz witzig, aber nackte Reptilien gehen schienen zu weit. Die Fledermaus hat auch nichts an, hab dich nicht so. Hallo Jack, bist du Freund oder Feind? Ich will wissen, ob man dich kaputt machen kann. Nein, kann man nicht. Hallo, Freunde! Funktioniert das, wenn ich die Zunge ausstrecke? Komme ich dann da rauf? Da geht's zu Welt 4 und zu Welt 5. Brauche ich das Ding überhaupt? Nee, brauche ich nicht. Jetzt mal ehrlich, was ist das mit der Nase der Fledermaus? Warum verlese ich mich da eigentlich jedes Mal? Was ist mit der Nase der Fledermaus los? Kein schwerer Satz. Na gut, dann machen wir mal das nächste Buch auf und sagen dann Heidi Witzka. Ihr braucht 7 von uns Pages, um diese Welt freischalten. Möchtet ihr den Schrauerlabyrinth-Sumpf freischalten? Natürlich! Auch wenn ich absolut keinen Bock auf die ganzen Dornen habe, die da wahrscheinlich kommen werden. Er ist offen! Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 8 Pages gefunden habt. Stellt euch einfach auf den Großwelt-Schalter, wenn ihr bereit seid. Wir vergessen es nicht, Goldchen. Mehr Szenerie, mehr nervige Charaktere, die Hilfe brauchen. Ja. Und mit dieser Aussicht auf This is Halloween, würde ich mal sagen, lassen wir das für heute. Ne, und morgen geht es dann weiter mit dem Trauersumpf, wie auch immer er genau mit allen Worten hieß. Von meiner Seite aus also als dann, bis dann und tschüss, ich warte auf dem Buch. Bis zum nächsten Mal.